Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Armin. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die Armin und ich, wie man hier vielleicht schon im Hintergrund sehen kann, sind gerade in Salzburg. Wir machen gerade Salzburg-Urlaub hier und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute einen kleinen Vlog, weil wir gehen heute ein bisschen durch Salzburg, einfach durch die Stadt und so, schauen, was einfach so offen ist, was passiert und was nicht. Und wir schauen uns heute einfach die Sehenswürdigkeiten an, weil ich war wirklich seit einem Jahr nicht mehr dort und wir sind schon bei der ersten Sache, und zwar der Pferdebrunnen. Da machen wir jedes Jahr ein Foto, außer letztes Jahr, weil wir waren ja letztes Jahr nicht da. Aber wir machen jetzt gleich mal ein Foto beim Pferdebrunnen. Genau, also viel Spaß beim Zusehen. Sowas passiert auch immer nur der Armin und mir, und zwar die Ampel hat geblinkt. Ich bin noch schnell rübergerannt und die Armin hat es leider nicht geschafft, deswegen warte ich jetzt hier auf sie. Das tut mir so leid für die Armin, aber ich muss es einfach kurz warten. Es ist eh immer klar, dass es ist passiert, aber egal. Wer hat es denn da nicht mehr über die Ampel geschafft? Ich. Ja, weil du zu langsam bist, Armin. Rot gewesen. Es ist noch länger rot als in Wien. Ja. Arvin, Quizfrage an dich. Was ist das hier? Ein dreiköpfiger Turm. Nein, nicht das, sondern das ganze Gebäude hier. Die Festspiele, oder? Ja. Schau, weil da steht es eh sogar, schau. Da sind die Salzburger Festspiele. Ja. Shop, Karten, Tickets, Salzburger Festspiele. Cool, da oben steht auch Haus für Mozart. Haus für Mozart, Felsen, Reitspiele. Oh, da kann man auch reiten gehen. Ja, da kann man auch reiten cool, gehen. Kiki. Schau, schöne Aussicht. Ich bin halt nur echt jetzt am überlegen, Armin, was wir machen. Also wir müssen auf jeden Fall heute was machen? Eine Bosner essen gehen. Das ist auf jeden Fall Tradition, was wir jedes Jahr machen, wenn wir hier sind. Ich habe mir so Gedanken gemacht, weil ich hätte urgern, weil ich habe immer als Kind ja eben diese blöden Ohrlöcher stechen lassen. Ich hätte urgern mal wieder normale Ohrlöcher. Du willst dich hier Ohrlöcher stechen lassen, Armin? Bitte, ich brauche welche. Ich weiß ja nicht. Kannst du auch was stechen lassen? Ja genau, ich lasse mir ein Bauchnabelpiercing, nein. Ich habe leider... Oder stechst du da oben diese, beim Ort da... Ein Helix? Ja. So, Eden, was schaust du gerade? Ich schaue nach einem Nagelstudio hier in der Nähe. Oh, hier gibt es sogar welche. Ich habe nämlich meine neuen Schuhe an, die sind cool. Ich bin nämlich damit auch ein bisschen größer. Und ich fühle mich so wie mit Stöckelschuhen, weil es ist so cool, mit denen zu gehen. Gell? Machen wir mal kurz das Outfit-Check. Outfit-Check? Ja, warte. Outfit-Check. Schuhe, Nike, Socken, LSC oder wie man das ausspricht. Shorts, ich glaube Zara. Irgendwo Zara? Zara? Ja. Okay, passt. Zara. Top von H&M und Tasche von Louis und Kette von, weiß ich nicht, hat mir meine Mama geschenkt. Sehr cool. Brille von Andy Wolf. Sehr cool. Die, das sind aus einem Geschäft aus Salzburg, ich weiß nicht, wie es heißt, und Ringe von der Arvin. Und Action! Also, Tasche von Zara Kids, Schuhe von Bershka, Socken von keine Ahnung wo, irgendwoher. Dann, das habe ich von der Ilia, das ist noch sehr alt. Ah, sehr schön. Deinem Kleiderschrank, aber das ist sehr süß. Und rote Entweder von Pia von Zara. Slay! Und Dinge von mir. Ja, wir schauen einfach mal ein bisschen rum. Ja. Also wir müssen jetzt erstmal in die Stadt überhaupt rein. Wir stehen hier hauptsächlich eh nur hier mal in den ersten paar Metern, wenn man reinkommt. Aber wir haben echt gutes Wetter heute. Es ist ziemlich heiß, aber das ist nicht so schlimm. Was ich bei Salzburg Ur auch liebe, sind diese ganz vielen kleinen Gassen, wo zum Beispiel jetzt einfach Pferde durchkommen. Ich finde, es sieht so schön aus und es gibt mir richtige Italien-Vibes. Aber ich liebe es. Sind das sogar Haflinge? Das sind sogar Haflinge, lol. Pferdis. Ja.
Ich vermisse meine Baby schon so sehr. Ich vermisse das Reiten schon so. Ich freue mich schon, wenn ich zu Hause bin und endlich wieder reiten gehen kann. Du dich auch? Ja. Ich meine, wir haben jetzt doch schon einen ganzen Monat, waren wir nicht reiten. Das blutet schon sehr. Und für den Undercover-Modus natürlich Sonnenbrille aufsetzen. Das ist der Vibe, Leute. Ida, was erinnert dich das? Keine Ahnung. Stranger Things. Hä? Achso, du meinst das mit der 11, wo sie da den 001. Ich kann gleich nachdenken. Warte, nein. Eins runtergefallen. So, Leute, und das ist mein Schloss. Das ist was? Mein Schloss. Ich wohne da. Wow. Ja, mit Bühne. Mit Bühne? Aber verboten. Betreten verboten. Ja. Nur für Arwen. Warte, ich schleich mich durch. Was? Ich schleich mich durch. Ich schleich dich durch, ja, dich sieht man eh nicht. Komm, Jackie. Komm, Jackie. Ja, springen. Achso, du magst drüber springen? Ja, und dann geht er einfach die Stiegen rauf. Ja, glaubst du, das kann der? Ja. I don't think so. Aber sie geht schon hier. Schau dir die schöne Uhr an. Oh, Arwen, die ist schön. Nee, die ist hässlich. Aber ich will die haben. Nee, die ist hässlich. Aber die gefällt mir. Nee, die ist hässlich. Jetzt halt mal leise. Ich finde die toll. Ich will die haben. Ich finde sie aber nicht schön. Die ist hässlich. Hässlich. Pferde haben uns gerade fast überrumpelt. Die Arwen weiß einfach schon so lange nicht mehr reiten, dass sie jetzt schon selbst ein Pferd wird. So, Arwen und irgendwo von da oben, ich glaube von da oben, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber von irgendwo ruft dann der Tod immer runter, Jedermann, also schrei die Leute jetzt hier nieder und schrei Jedermann. Jedermann! Gott, du bist so peinlich, Arwen. Nee, das ist hässlich. Das ist hässlich. Ich glaube eher, dass er da drauf steht. Ja, oder? Das kann auch gut sein. Bin ich auch so groß? Nein. Das ist der Eiffelturm. Noch Hand ein bisschen runter, rüber. Rauf, jetzt wieder die. Ja, noch ein Stück. Ja! Wahnsinn, aber wir sind einfach so kreativ, das ist ein Wahnsinn. Ich weiß. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsecke und zwar dort, wo alle musizieren. Was noch? Ile, ich kann hier nicht stehen bleiben, ich muss dazu tanzen. Einwerfen, Arwen. Neue Freundschaft geschlossen? Ja. Ciao. Süße Maus. Arwen, jetzt sind wir durch die Musik. Und weißt du, wo wir jetzt sind? Bei der goldenen Kugel. Und weißt du, was es bei der goldenen Kugel gibt? Nein. Eine Brezel. Weil ich habe echt Hunger. Ja. Slay. Hier unten ist eine Brezel. Ich habe gerade übelst einen Schock bekommen. Ich dachte, das wäre echt das, aber dann habe ich gesehen, dass es eh, weil die Arwen so lol da steht. Aber. Ich schaue, ob ich einen Stift mit habe. Willst du da drauf unterschreiben? Ja, darf man das? Nein, ich glaube nicht. Schau mal hin. Okay, gehen wir hin und unterschreiben. Okay. Ich glaube, da haben nur Berühmtheiten unterschrieben, Arwen. Hier sind doch auch Berühmtheiten. Komm. Stimmt schon. Okay, zeig mir, wo du unterschreibst. Hier, ich hoffe, das geht mit dem Kuli. Cool. Das ist ja urkomisches Material. Egal, hier noch drauf. Ja. Ich versuche in der Nähe zu unterschreiben. Warte, hilfst du? Ja, warte. Leute, wenn ihr das seht, schickt uns ein Foto davon. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Stimmt. Komm, wir müssen das noch irgendwie ein bisschen mehr auffällig machen. Wir müssen das nächste Mal herkommen mit einem großen Stift. So, jetzt sieht man es gut. Ja.
man sieht man es doch nicht sehr, oder? Man sieht es natürlich. Man sieht es gut. Warte, wo ist es? Hallo, bitte eine Brezel, eine ganz normale. Dankeschön. Zahlst du? Ja. Danke dir. Dankeschön. Schau mal, wir haben einen riesen Brezel jetzt. Die ist größer als mein Kopf. Halloween-Maske. Halloween-Maske, ich glaube auch. So, und jetzt haben wir unsere riesen Brezel, aber jetzt möchte ich mich kurz irgendwo hinstellen oder so, oder für ein Foto oder so. Ja. Weil die ist echt riesig, Leute. Mhm. So eine fette Brezel. Da gehe ich durch Salzburg, durch die Gassen und hol mir einfach eine riesen Brezel. Schade, oder? Vor der goldenen Kugel? Schon wieder. Schon wieder. Arwen, machen wir es doch vor der schönen Uhr. Ich will die aber haben. Aber die gefällt mir. Ich will sie auf dem Foto haben. Du kannst aber niemals gegen mich gewinnen. Einmal. Okay. Los, warte, nein, Foto erstmal. So, wenn jetzt schnell auspacken. Und mit Brezelfoto. Mit Brezel eine Foto. Super, und jetzt können wir sie essen. Wow. Die schmeckt böse gut. Die ist urschön braun. Ey, wir wollten auf die Uhr. Wir müssen es umdrehen. Mm. Die Arwen in ihrem Zimmer, auch wenn ich hier Eifel habe. Sehe ich jetzt aus? Nein, Spaß. Ich kann das überhaupt nicht. Und hier haben unsere vier Brüder. Timmy. Eneas natürlich, obviously, mit einem Schwert. Atreo mit, der Tamus mit einem Schlüssel. Und der Atreo mit seinem Stab, weil er möchte auch unbedingt irgendwann mal Pfarrer werden. Nein, aber Atreo ist sehr gläubisch. Also Salzburg ist echt die Stadt für uns. Hier sind überall Pferdebrunnen, Pferde. Nein, Spaß. Aber die Armen, ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken, weil schau, wie clumsy wir schon gehen. Nein, aber es ist so heiß heute, deswegen brauchen wir jetzt definitiv mal was Kaltes zum Trinken. So, die Armen, die sind endlich wo angelangt, wo es ein bisschen Restaurants gibt. Wir haben jetzt hier ein bisschen hier eine Auswahl. Überall, wo Schirme sind, kann man sitzen. Wo waren wir hier? Ich will gerne in den Schatten. Also es ist es ist halt so bummvoll alles. Aber hier sieht es nicht so voll aus wie dort. Hä? Hier sieht es nicht so voll aus wie dort. Stimmt schon. Dann gehen wir ins Kiosk Thomaselli. Wenn ihr heute auch dort seid, kommt doch mal vorbei. Also wir sind jetzt hier im Thomaselli und das ist halt das Café in Salzburg. Also wenn ihr mal in Salzburg seid, kommt unbedingt hin. Das ist so süß hier. Ich finde die Outfits von den Kellnerinnen noch richtig süß. Das bräuchten wir in Wien hier auch. Und zum Trinken, was nimmst du, Arwen? Mal schauen, was gibt es? Ich glaube, ich nehme einfach ein großes Soda-Zitronen. Ja, ich gebe auch. Oder ein Cola. aber ich brauche echt jetzt mal was Erfrischendes. Ja. Weil wir sind zwar noch nicht so lange jetzt herumgegangen, aber es ist schon doch heiß. Mhm. Sehr. Schau, wir haben auch hier einen süßen. Hier. Oh, ich fühle mich hier so voll süß. Oder heiße Schokolade. Arwen, du bist mich veräppeln, sorry. Es ist kacke heiß heute. Wie viel? Es ist 24 Grad. Fühlt sich an wie 40. Es ist aber nicht so kalt. Sagst du das? Ist wirklich. Aber es gefällt mir. Ja. Also hier nochmal Thomaselli Coffee. Sehr süß. Ich Dudel habe jetzt wieder komplett vergessen zu filmen und bestellen. Egal. Willst du noch was essen? Aber ich habe jetzt ein großes Soda-Zitronen mit einem Glas Eiswürfel bestellt. Ich habe ein Cola-Zitronen, ein kleines mit Eiswürfel bestellt. Aber nicht extra. Ich habe ein extra Glas, nur Eiswürfel. Aber wollen wir jetzt noch was essen? Es gibt so, ich würde wenn dann nur was Kleines. Ich hätte gerne so einen Salat. Einen Salat? Ja, mit so Tomaten. Wo sind Salate? Das frage ich mich auch. Spezialität des Hauses. Mozarts Mandelmilch. Ich denke nicht. Gibt es hinten noch was? Gibt es kleine Sachen? Noch was. Bier. Das ist alles alkoholisch. Oder hier gibt es. Ich glaube, hier bei Speisen. Zähne mit Käse, Schinken. Beleg mit Schinken, Käse. Ich glaube, wir bleiben am Trinken.
Wir haben die Eiskarte entdeckt. Das ist urcool. Schau mal, da ist so ein Schmetterling dabei. Oh, richtig süßer Schmetterling. Schauen wir mal. Warte, zeig mir mal, was es gibt. Eine Harfe. Ist das ist keine... Doch, das ist eine alte Harfe. Oder das mit dem Notenschlüssel. Oder das mit dem Schmetterling. Oder das mit dem hier. Was ist denn das? Das sieht süß aus. Was ist das hier? Eiskaffee? Eiskaffee wäre auch lecker jetzt, aber ich trinke ja nicht so Kaffee. Aber wow, hier gibt es super Sachen. Ila, hast du das gelesen? Was denn? Also das Eis hier, also die Zubereitung von Speiseeis hat im Café Tomaselli eine lange Tradition, die bis in die Zeit von Mozart zurückkehrt. Crazy, das heißt, wir müssen ein Eis eigentlich essen, ja. Öffnen wir nochmal die Eiskarte. Und was bist du? Und was bist du noch lange nicht? Muss erst sagen, wie alt du bist. Oh, danke schön. Unsere Bestellung ist da. Dankeschön. Ich freue mich jetzt schon richtig. Schau, Armin hat sogar sein extra Glas nur mit Zitronen-Ding bekommen. Ich dachte auch, dass irgendwas mit Alkohol. Aber es ist für dein Cola-Zitronen. So, willkommen in Ilia und Arvin mixen Getränke. Wir haben hier unser Glas. Das ist mein Glas. Unser Cola. Ja. Und unser Zitrone. So, du machst Cola rein und ich will Zitrone rein. Achso, die Eiswürfel. Nein, das sind meine Eiswürfel. Ich mag auch ein Eis. Warte. Okay, stopp. Oh, du tust auf mich, du tust auf mich. Ja, ich, das ist genug Zitrone, das ist wahrscheinlich eh voll sauer. So, Arvin, und für den extra Kick gibt es noch einen Eiswürfel rein, weil ich so nett bin. Und einen opfere für dich. Mit der testen sie unsere Spezialität. Mmh. Schoko-Zitrone. Cola-Zitrone. Okay, so, jetzt trinke ich mal meins oder Zitrone. Gut. Das ist wirklich groß. Aber es fehlt mir ein bisschen die Kohlensäure drin. Ich hätte mir auch einen Cola-Zitronen holen sollen. Warte. Nein, bitte nicht. Tierseite. Unser Eis ist da. Dankeschön. Wow. Das ist 60 Meter. Das sieht ja ursüß aus. Wo ist denn Schmetterling? Die Schmetterlinge sind aus, deswegen habe ich einen Notenschlüssel bekommen. Das ist ja fast das Gleiche. Das Eis ist richtig lecker. Mhm. Ich habe eigentlich schon fast aufgegessen, aber dann noch viel. So, wir sind jetzt fertig mit dem Eisessen und jetzt geht's für uns weiter. Ich bin jetzt richtig in so einer schlafigen Modus. Mir ist ein bisschen auch kalt von Eiswürfeln. Ich habe so viele Eiswürfel gegessen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon ready, weiterzugehen und noch ein bisschen die Stadt genießen und die Sonne. Sonnenbrille muss ich aufsetzen, sonst kriege ich so muschelige Haare. Einfach die Getreidegasse. Das ist so wie die Kärntner Straße. Nein, nicht wie die Kärntner Straße. Aber irgendwie einfach eine berühmte Straße hier in Salzburg, die man einfach mal gesehen haben muss. Arvin, ja. Wir gehen uns jetzt Mozartkugeln holen, oder? Ja. Darauf freue ich mich schon immer das ganze Jahr, weil hier in Salzburg gibt es wirklich die besten. Und es ist auch so ein süßes Geschäft. Gibt mir richtig aesthetic Vibes. Die sind auch cool. Boah. Ja, das sind die echten. Aber die ganz, ganz echten. Schon gut. So, Arvin, jetzt zeig mal, was haben wir hier? Mozartkugeln. Und die werden wir jetzt gleich, der Verkäufer bei Eolieb, zum Einpacken oder zum Gleichnaschen? Zum Gleichnaschen. Genau, wir essen die jetzt. Ich habe das jetzt einfach hier hingestellt. Ich glaube, man sieht mich hier gerade. Josef Holzmeier. Ich habe gerade zwar nach dem Eis ein Kaugummi im Mund genommen, aber muss ich jetzt wieder ausspucken. Egal. Ich habe es ausgepackt. Okay, tschüss. Das sind echt die besten. Mhm. Also für alle, die kein Marzipan mögen, ist vielleicht nicht das Beste. Mhm. Aber es schmeckt einfach echt herrlich. Und du musst auch wieder zu mir zurück, Arvin. Ich bleib jetzt einfach stehen, okay?
ich echt in jemanden reingelaufen. Wie peinlich. Wir gehen jetzt in dieses Mozartkugelgeschäft da. Weil es angeblich so urcrazy Essen geben soll. So japanisches oder chinesisches? Ich weiß es nicht. Aber da gehen wir rein. Boah, das schaut schon sick aus. Boah, Cheetos, Arvin und Reese's. Oh Gott, Arvin. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein bisschen. Das ist, glaube ich, Schokolade, nein, oder? Nein. Tatsächlich. Aber boah, es ist hier echt eng. Arvin, Sour Page. Oh mein Gott, endlich. Die müssen wir mitnehmen. Und okay, die auch. Passt. Die Original. Oh mein Gott, nehmen wir gleich mehrere. Arvin, jetzt hör doch auf. Oh, für süße Hello Kitty. Wow. I mean, schlecht. Hier ist unsere Süßigkeitenpackung. Wir haben echt viel zu viel Eil auf Salzburg. Passt perfekt zu dem Geschäft. Aber wir haben richtig viel Cheetos mitgenommen. Und eben die Sour Patch Kids. Da gibt es so viele TikToks und so immer dazu. Deswegen lieben wir Lecker. Wir werden noch richtig dick, Arvin. Yay! Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt nämlich hier schon in der Getreidegasse. Und wir kommen jetzt gleich beim Mozarts Geburtshaus vorbei. Eine Sehenswürdigkeit, die wir uns auch Jahr für Jahr immer wieder anschauen. Ganz, ganz wichtig. Da vorne sieht man schon das Gelbe. Das ist ein Wahnsinn, wie viele Menschenmassen hier sind. Also da musst du noch nur einmal in die falsche Richtung laufen und du kommst nie wieder zurück da, wo du warst. Was ist das? Mozarts Geburtshaus. Wir holen uns jetzt noch eine Bosna. Wir müssen nur die Gasse finden, wo die Bosna ist. War das da, Arvin? War es da? Arvin? Schau mal, was ich da entdeckt habe. Slushy! Schnell. Aber jetzt ist sowas von schön da drin. Wir sind Slushy. Slushy. Slushy ist so lecker. Aber ich weiß nicht, welche Sorte. Das ist dann wieder so böse. Oder Wein. Ja, blau ist immer ganz, ganz lecker. Oh, das ist wieder so eine süße Gasse, durch die wir hier gerade gehen. Voll süß. Das liebe ich in Salzburg. Das ist echt etwas, wo ich sage, wow. Da sind sie auch. In Sushi. Oh, das sieht richtig lecker aus. Ja, richtig. Machst du? Ich möchte bitte auch einmal nur blau. Obwohl unten ganz bisschen von rosa und dann den Rest blau. Genau, stopp. Perfekt. Und jetzt blau. Aber wir sind happy, weil wir jetzt unsere Slushies. Aber wo willst du jetzt noch hinschauen? Weil es ist, wohin bist du? Sama. Weil es ist immer uncool, weil überall auf der Welt sind die Geschäfte immer anders bestückt. Und vielleicht haben die Sachen, die wir erst später in Wien haben oder schon in Wien hatten und wir es verpasst haben oder so. Und Zara gehört definitiv zu unseren Favorite Shops derzeit. Und deswegen, wir müssen ja nicht unbedingt was kaufen. Wir gehen einfach nur rein, schauen mal, was sie so haben. Wenn wir, ja genau, schauen einfach, vielleicht finden wir was Cooles. Wenn nicht, dann nicht. Wenn schon, dann schon. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, oder? Ja. Würde ich sagen. Die ist urcool. Mit diesem, ich finde, die haben hier in Salzburg generell ganz, gar nicht so schlechte Kappen. Aber wir sind solche Crackheads. Habe ich einen blauen Mund? Sehr gerne. Mach Mund. Oh, eine blaue Zunge. Nein, böse nö. Obwohl ganz Zunge. Leicht. Ganz leicht. Oh, schade. Ich habe nie blaue Zunge oder so. Arvin hat sich direkt verliebt. Ohne blauen Mond. Ich nicht so. Swaggy. Boah, Arvin. Also Arvin, du willst jetzt wirklich diesen Pulli nehmen. Ich finde den ursüß. Magst du mir gleich einen mitnehmen? Ja, ich muss jetzt schon. Okay, welche Fotos brauchst du?
Ich würde, glaube ich, Small oder Medium nehmen. Oder ich glaube, Medium oder Large, weil dann ist er ein bisschen größer. Okay. Okay, aber wenn es wieder Verkäuferin. Also ich würde ihn schon den empfehlen, weil der hat so diese Blümchen drauf. Welche Größe nochmal? Large oder Medium? Eher Medium. Okay. Medium. Ich sehe auch so eine Leiche mit meinen blauen Lippen. Nee, ich habe jetzt zwei Slushies, weil die Arme nicht mehr will. Nee, ich möchte nicht noch blaue Lippen. Ganz gut. Und das war schon auch nicht so sehr, was nicht zu essen. So, wir haben jetzt die zwei Pullis. Für uns beide. An dem Zara gibt es einfach drei Stöcke für Damen und einen Stock für Herren und keinen Kinderstock. Aber da vorne, schon mal. Wo? Da schon für Kinder. Oder? Ich mit meiner Brille. Gibt's was? Ich mit meiner coolen Brille. Wow. Gute Secondhand-Laden. Secondhand-Laden. Gut, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Leute, ich habe gerade die coole Hose gefunden. Mal schauen, ob sie mir passt. Mit meinen hohen Schuhen, glaube ich schon. Aber ich probiere sie mal, die ist urcool. Ich habe mir zwei Kleider ausgesucht, einmal ein blaues. Wow. Und das ist eher Herbst. Sehr schön. Weil es sehr lang ist. Aber ich glaube, es passt mir keins von beiden. Aber ich probiere es trotzdem. Sehr schön. So wie wäre es, wenn man im Hotelzimmer ankommt. Aber wir sind jetzt in unserer Garderobe angekommen. Wir freuen uns richtig. Und das sind die Sachen, die wir jetzt anprobieren werden. Ich zeige es dir nochmal schnell. Nein, also wir haben einmal diese Pullis hier. Die finde ich, oh, das Licht ist echt krassig. Dann dieses blaue Kleid, das sieht echt so farblos aus in der Kamera. Gerade mit dem Licht auch. Dann dieses orangene Kleid, das sieht echt cool aus. Das ist so gar lustigerweise, das habe ich so beim Vorbeigehen einfach alles gesehen. Das ist alles in meiner Größe. Und dann habe ich jetzt gerade am Ende noch dieses Mega-Kleid gefunden. Und das kannst du mir helfen. Das will ich auf jeden Fall noch probieren. Und die Arme hat auch diese urschöne Hose gefunden. Ich finde die echt crazy. Schau mal, wie krass diese zwei Farben zusammen aussehen. Okay, und meine lieben Leute, wir probieren das jetzt. Weil wir haben es eingekauft. Okay, keine Schwabbanaden mehr. 3, 2, 1, let's go, let's do this. So Leute, das erste Teil ist an und zwar diese süßen Pullis. Die haben uns den Partnerlook geholt. Partnerlook geholt und ich finde die eigentlich sehr cute. Vor allem geben mir auch ein bisschen Trachten-Vibes. Das ist ja das Ding hier. Aber auch so generell finde ich es einfach ursüß. Einfach den kann man auch mal so anziehen, einfach zu einer kurzen Hose, wenn es ein bisschen kühler ist. Oder über den Bikini auch drüber. Also ich finde, ich glaube, ich nehme den mit. Nimmst du ihn mit? Ja. Schau mal, Outfit an mit den Pullis und so, oder? Ich bin kurz auf Schäfchen geworden. Ich will auch kurz sagen. Das ist ein richtiger Salzburg-Look. Schon, ne? Meine blauen Lippen, oh Gott. Hey, hi! Nächstes Teil. Ich habe schon das nächste an, und zwar das Kleid. Ich finde, das ist echt extrem süß, vor allem auch für einen Herbsttag zum Beispiel echt passend, wenn es noch so einer der wärmeren ist, wo du halt einfach noch so Kleider tragen kannst. Oder ich, nicht wundern, ich habe jetzt drunter meine Shorts an, deswegen ist es ein bisschen größer. Und ich würde das auch gleich anziehen, so halt ein bisschen so für die Schule. Und ich finde, es sieht echt einfach all-in-one mega cute aus und gibt mir noch so richtige 70s, 80s Vibes mit dem Muster und auch hier mit dem Kragen. Finde ich extrem süß. Also ich habe jetzt die Hose anprobiert. Sie sieht jetzt ein bisschen groß aus, aber ich finde sie, also mit dem T-Shirt sieht es urgrässlich aus, aber ich finde sie passt eigentlich. Was sagst du dazu? Ich finde sie sehr cool, vor allem man kann sie ja noch kürzen. Ja, ich frage immer meine Mom, ich kann das selber nicht. Oder kannst du es? Ja, ich kann probieren. Ja, dann macht es die Ilia dann. Also ich habe jetzt noch das Kleid, was ich gefunden habe, an und ich finde, es ist ein bisschen zu lang und es würde halt nur cool aussehen, wenn es halt so lang wäre, wie ich es jetzt gekürzt habe normalerweise, sonst würde es noch viel weiter bis da nach unten gehen. Und das blaue Kleid, was ich hier probiert habe, das ist einfach komplett kaputt und auch viel zu klein. Deswegen kommt es auch überhaupt nicht in Frage. Ich finde da die Farben eigentlich echt cool, aber leider ist es hier auch gerissen. Also ist halt auch okay, die 15 Euro, aber ich finde, es sind auch nicht ganz meine Farben, also mega Farben für den Sommer, aber nicht meine Sommerfarben leider. Deswegen, ja. Das kommt leider nicht mit. Yes, da sind alle unsere Sachen drin. Und jetzt geht's weiter. Ja. Also ich glaube, jetzt holen wir noch eine Bosner. Und dann ist auch schon genug für heute. Ich bin schon echt sehr, sehr müde. Wir sind auch schon lang genug jetzt da. Ich rede ja mit dir. Ja? Viel zu lange jetzt hier.
Aber ich würde definitiv sagen, wir machen jetzt noch weiter mit unserer Salzkette. Komm. Na schon, da muss ich anschauen. Boah, die haben urschöne Taschen. Richtig süß. So cool da unten, oder? Mhm. Sieht schon mega aus. Ilia ist jetzt gerade nicht da, deswegen habe ich ihr noch ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Sind, riechen wir auch schon die Bosna. Es wird uns angeschrieben. Das ist der Salzburger Bosna Grill. Und da werden wir jetzt die Bosna. Boah, ich rieche, es ist also pur lecker. Also obviously ich nicht, weil ich bin Vegetarier, aber die Arbeit. Stimmt, du isst dir keine. Ja. Eine Bosna bitte mit Senf und Ketchup. Meine Bosna. Heiß, aber urgut. Mm. So, die Arvin hat jetzt ihre Bosna. Für mich gab es leider nichts Vegetarisches. Da muss ich mir jetzt einfach selber noch was suchen. Aber ich glaube, Arvin, wir gehen jetzt schon zurück zum Auto. Mhm. Weil es war wirklich ein wunderschöner Tag. Aber ich bin echt fertig. Aber es sind einfach so Sachen, die gehören zu Salzburg dazu, wenn man hier ist. Das muss man unbedingt machen, wie zum Beispiel Bosna essen. Oder eben die Mozartkugeln, der Geruch hier, die Leute. Es ist alles so unglaublich, unglaublich freundlich hier. Das ist echt ein Wahnsinn. Und auch einfach der Salzburg-Flair, sowas muss man einfach mal erlebt haben. Und deswegen liebe ich Salzburg auch so sehr. Und ich freue mich schon, wenn wir es wieder machen. Ich will unbedingt dieses Jahr nochmal nach Salzburg. Ja. Aber das war's jetzt mit unserem Vlog für heute. Wir gehen jetzt auch nur noch zurück zum Auto, genießen die Bosna und ein bisschen die Aussicht. Ich schaue noch, dass ich was zu essen kriege. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao! Ciao, bis nächstes Mal. Oh, ah, wenn die Uhr da oben, die ist schön. Ich will die haben. Nee, die ist schön, die gefällt mir. Nee, die ist hässlich. Ich finde die richtig schön. Nee, die ist hässlich. Na gut. Da ist der Pferdebrunnen. Ja. Haben wir sind noch ja, ich habe noch Münzen. Ich auch. Wir haben jetzt noch genug Münzen gesammelt über den Tag und jetzt können wir noch ein kleines Glückwünschchen reinwerfen. Und jetzt sind wir echt im Kreis gegangen, einmal durch den Salzburg. Ja. Jetzt müssen wir unsere letzten paar Saints, die wir gesammelt haben, ja, noch hier reinwerfen und uns was wünschen. Ich bin so froh, dass er aktiviert ist, weil manchmal ist er einfach aus. So. So, und zu guter Letzt noch was beim Pferdebrunnen wünschen. Das gehört auch dazu. Bist du ready? Mhm. Ja. Woo! Jetzt kann man nach Hause gehen.